RB Leipzig ist in der Fußball-Bundesliga eine spektakuläre Aufholjagd gegen Borussia Mönchengladbach beim 3:2, 0:2, machte Leipzig über weite Strecken das Spiel, musste aber einem frühen Rückstand hin. Jonas Hofmann, 6. Minute, und Markus Thüram, 19. hatten Gladbach-Führer Christoph Nkunku, 57. und Josef Poulsen, 66. glichen aus. Alexander Sørloth erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer, +3. Für Borussia Mönchengladbach ist es das 4. Bundesligaspiel und das 5. Pflichtspiel in Serie. Und seit Gladbach den Abgang von Trainer Marco Rose für den Sommer ankündigte, verlor die Borussia München das 3. Spiel in Folge, zuletzt in der Champions League gegen Manchester City. Eigen, Spiegel Leipzig war eigentlich von Anfang an spielbestimmt. Eigentlich, weil HYOT ab AME Kano bereits in der 5. Minute den Gladbacher Stürmer Breel Embolo im Strafraum von den Beinen. Beta Gulacsi war mit den Fingerspitzen am Elfmeter von Hofmann dran. Der Ball rutschte dennoch ins Tor. Punkt Glück schien nicht mit den Leipzigern, obwohl Leipzig in der Folge durch Marcel Halstenberg und Tyler Adams, 13., die besseren Chancen hatte, fiel auch das 2. Tor des Spiels. Gladbachs Thüram lenkte einen eigentlich am Tor vorbeifliegenden Ball von Embolo mit der Schulter ins lange Eck. 19. Das Glück schien an diesem Samstagabend nicht auf Seiten der Leipziger. Nur gut, dass es im 2. Durchgang nicht mehr allzu viel für die Abwehrreihe von Coach Julian Nagelsmann. Stattdessen kombinierte man sich offensiv regelmäßig bis zum Strafraum, wie beim Anschlusstreffer durch Nkunku, den Sørloth per scharfe Hereingabe vorbereitet hatte. 57. Alten, Spiegel den direkteren Weg wählten nur rund 10 Minuten später ab AME Kano, der den Ball im Spielaufbau von der Mittellinie zentral bis zum Strafraum durchspulsen ließ, den Ball erst durch die Beine laufen und vollendete die Ablage von Dani Olmo dann aus 20 Metern ins linke Eck. 6. Leipzig hatte Chancen, das Spiel schnell zu drehen. Gladbachs Keeper Jan Sommer parierte aber gegen Olmo noch stark. 2 und gegen einen Freistoß des just zuvor angewechselten Emil Forsberg samt Nachschuss von Poulsen aber schlicht herausragend. 77. In der 4. Minute der Nachspielzeit war es dann Sørloth, der eine Flanke von der linken Seite einköpft. Dadurch bleibt Leipzig auf 2 Punkte am Tabellenführer Bayern dran. Gladbach könnte durch einen Sieg der Freiburger am Sonntag in Leverkusen, 18 Uhr, live.tv, Sky, auf Rang 9 abrutschen. Eigen, der Spiegel.